Leute! Willkommen bei Pro Brawl Lifestyle. Und zwar mit einem kurzen Zirkeltraining heute. Wir sind da mittendrin und zwar im Boston Sports Club. Ja. Und das letzte Training morgen ist die Schweizer Meisterschaft. Morgen ist die Weltmeisterschaft. Ich bin schon ganz durch. Wir dürfen nicht zu stark trainieren. Es wird nur die Carbs am richtigen Ort zu lagern, das Wasser am richtigen Ort zu lagern. Locker, aber nochmal alles durchpumpen. Und wir legen jetzt los. Wir filmen jede Übung einmal kurz, 10 Sekunden näher, 10 Sekunden nicht. Das ist es, weil hier dürfen wir gar nicht filmen eigentlich. Bro, du legst los. Yes. Mit dem Rücken, ja? Yo Leute, ich melde mich ganz kurz via VoiceOver. Ich habe euch ja versprochen, dass ich das ganze Zirkeltraining euch mal zeigen werde, also jede Übung. Für was ist so ein Zirkeltraining gut und ja, wann trainiert man das letzte Mal vor einem Wettkampf? Ich halte solche Fragen ständig. Das macht jeder Athlet ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist einfach, dass man in der letzten Woche nicht mehr Vollgas pumpt, ja, weil es bringt auch nichts mehr. Man baut keine Muskelmasse mehr auf in dieser Woche. Beine sollte man eine Woche vorher trainieren und dann gar nicht mehr, damit man das Blut aus den Beinen geht und die Separations, die Definition sieht. Und hier geht es einfach darum, um das Blut ein bisschen zu durchbluten, um den Muskel ein bisschen aufzupumpen. Das ist es. Jetzt seht ihr die einzelnen Übungen hier. So Leute, erste Übung durch. Ganz easy, ganz locker Training und die Geräte sind richtig geil. Gut für die Mind-Muscle-Connection. Wir sind jetzt hier eher an der zweiten Übung. Eine Brustübung ebenfalls von der Hoist. Ist ganz geil Ausführung, ganz sauber, ganz sexy-mäßig. Richtig geil, lockeres Zirkeltraining. Jetzt bin ich dran. Zweite Zirkelübung, Brust. Oh Leute, ich liebe es zu variieren zwischen Push und Pull, Push, Pull, Pull, Push. Das macht mir richtig Spaß, ist auch richtig geil für den Pump. Und es hat diverse Vorteile, wenn ihr da mal Videos sehen wollt, warum, wie, wo, was, kann ich euch auch bringen. Hier haben wir die Brust aufgepumpt und ihr seht, die Maschine war richtig, richtig geil, Mann. Ich habe noch nie auf so eine geile Maschine trainiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind von Hoist. Jetzt habe ich hier den Winkel verändert, den Hebel, ihr seht, das ist natürlich dann wieder eine andere Belastung in der Brust. So sieht das Ganze aus. Übung 3. Eine Schulterübung. Schön langsam das Blut durchpumpen. Hoist. Von Brust zur Schulter. Yeah. Und Leute, ich sage euch eins, ich bin ja jetzt wieder in der Reverse Dieting und gehe dann krass in den Aufbau, auch für die FIBO. Dazu bringe ich dann jetzt Videos dann noch für euch und erkläre alles, wie wo was läuft. Aber es ist natürlich so, dass ich sehr viel Kraft verloren habe in der Diät und die kommt wieder jetzt und es macht mir richtig Spaß. Also darum auch mit wenig Gewicht hier trainieren. So, nächste Übung bei Eda, Triceps. Schön, gut gepumpt. Dem neuen Champion Stringer Special Edition. Oh, geil, Bro. Du kannst ruhig noch ein bisschen laden nachher. Ja, ich muss unbedingt noch ein bisschen laden. Schön. Jo, dann Trizeps bei mir. Hey Leute, ich schwör's euch, wenn ich diese Aufnahmen jetzt im Nachhinein so von zu Hause anschaue und ich hier kommentieren muss, dann kriege ich richtig Lust, meine Arme zu trainieren gehen. Ich möchte gerade wieder ins Gym. Ich war heute Morgen schon, habe die Beine trainiert. Ich liebe es einfach zu trainieren. Ich liebe es, die Arme zu trainieren. Ich trainiere sehr gerne Bizeps, Trizeps zusammen, antagonistischen Stil. Jetzt hier auch eine ganz geile Übung für den Trizeps. Ist eigentlich ja wie Dips. Ihr seht, die Maschine ist aufgebaut wie Dips. Ich finde sowieso, eine der besten Übungen für einen krassen Trizeps aufzubauen, sind Dips. Da kann ich auch mal ein separates Video dazu machen. Ihr müsst einfach hinschreiben, was ihr wollt, Leute. Ich richte mein ganzes Programm nach euch. Und jetzt ist wieder Eder hier an der Reihe. So, nächste Übung, Bizeps. Zieht euch mal dieses Monster hier rein, das ist krank. Yes. Gib einen schönen Pump, Bro. Morgen Weltmeisterschaft, Bro. Gib alles. Mind-Muscle-Connection. Yes.
aussehen, Bro. Sieht richtig nice aus. Yeah, wenn ich die Aufnahmen so anschaue, muss ich sagen, wir waren echt gut in Form, beide, ja, am Wettkampf. Die Adern, die springen hier raus, Mann. Shit! Es ist... Leute, ich sage euch eins, Mann, es ist wirklich schon krass, was natural möglich ist. Ich muss es einfach immer wieder sagen, auch wenn ich so Aufnahmen und Fotos von mir selbst sehe. Leute, glaubt mir einfach eins. Trainiert hart und schaut auf die Ernährung. Hört auf das, was wir euch beibringen möchten, was, auf unsere Tipps. Es ist so vieles möglich, natural. Und ich finde es einfach immer wieder schade, wie sich Leute dann eingrenzen oder denken, ja, es ist nicht möglich natural, und greifen dann zu irgendwelchen Dopingmitteln, die wirklich den Körper und die Gesundheit, die Psyche mittelfristig und langfristig total in den Arsch treiben. Ja, wie gesagt, es soll jetzt nicht das Thema sein, jetzt jeder soll selber wissen, was er will, aber wenn ich mir diese Aufnahmen anschaue, dann denke ich einfach, was ist da natural, oder das ist krass. Aber es ist wirklich, wirklich möglich, Leute. Es ist einfach krass, was natural möglich ist. Und ich bin noch lange nicht am Limit. Wenn ich jetzt dann in den Aufbau gehe, dann werdet ihr wirklich sehen, was noch möglich ist, wenn man mit System trainiert und wenn man sich auch mit System ernähren tut. Ja, das ist einfach so. Und jetzt kommt gerade das nächste Video hier. So Leute, bam, das war ein Zirkeltraining, das wir kurz zusammen gemacht haben. Erste Runde durch. Erste Runde. Gibt's eine zweite Runde ohne Pause. Das ist jetzt krass. Jetzt ist krass, heißt Kamera auch wegnehmen. Bis später, Leute. So, das Zirkeltraining ist zu Ende. Und ja, es ist immer lustig. Schlussendlich wollte ich dann noch die hintere Schulter machen. Dann habe ich noch diese Übung reingebaut. Die Waden wollte ich noch aufpumpen. Den Bauch wollte ich noch machen. Und jeder so, hey, komm, Bro, mach nicht zu viel. Und irgendwie hätte ich dort 3 Stunden noch ein bisschen aufpumpen können, aber macht ja dann auch keinen Sinn. Ja, so bin ich halt. Ich bin, wenn ich mal drin bin, so richtig ist wie eine Sucht, Mann. Und, ist lustig. Auf jeden Fall, es war richtig geil in Amerika. Das war das letzte Video jetzt aus Amerika. Es folgen jetzt wieder Videos von hier natürlich. Wie gehe ich in den Aufbau? Was mache ich jetzt? Wie passe ich die Ernährung an? Es kommen geile Lifestyle-Videos, es kommen Pro-Bro-Kitchen-Videos. Also seid gespannt, bleibt am Ball. Es ist einiges für euch am Laufen, auch für die Fibo so sehr, und ich bedanke mich so sehr für eure Loyalität. Es ist unglaublich, Leute. Kiss, kiss. Bis bald. Bang! Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.